Hallo, meine lieben Zuschauer, und ihr wundert euch, was ich hier mache, ja. Alex ist zu Besuch und Alex spielt seine Demo-Welt heute. Also er ist im Creative und spielt und ich rede für ihn sozusagen. Und er wird bauen, was er will und ich rede halt. Ja, also im Moment lädt alles noch. Und Alex spawnt erstmal... Genau, mitten in einem Fluss. Okay, das ist... Er ist in der Savanne und ja, ich weiß jetzt nicht, was er machen will. Lassen wir uns überraschen. Also, erstmal, das ist das neueste Gebiet, das ist neu. Das ist das neueste Gebiet, das ist neu und Alex zeigt uns das jetzt erstmal von oben. Ja. Also, das ist krass, ganz gewöhnlicher andere Sand, der ist ganz dunkel. Sogar Lehmblöcke sind hier. Die Lehmblöcke. Hier das. Und da haut er ihn einfach mal mit der Hand, mit der bloßen Hand haut er ihn kaputt. Ja, das hier ist normal. Das am besten, Alex, fängst du an, indem du dir ein schönes kleines Haus baust. Ja, und ich muss erstmal mir eine Fläche bauen. Das wird ein bisschen dauern. Er fängt an mit einer Fläche. Alex, stopp mal. Guck mal, du kannst auch einfach hier. Siehst du, hier ist schon so ein bisschen Fläche, dass du die einfach eben machst. Ich wollte ja eine große Fläche, damit ich auch Erdbeeren bauen. Deswegen muss ich. Er braucht eine große Fläche und deswegen baut er jetzt erstmal ganz viel weg. Okay. Für sein Haus. Und ja, das kann jetzt ein bisschen dauern und ja. Okay. Das nehme ich. Alex, aus welchem Material würdest du denn dein Haus bauen? Das überlege ich. Überleg noch, welches Material er benutzen will. Oh. Boah. Ach, ja. Das sind ein paar Fehler. Ja, er macht ein paar Fehler, aber er ist ja auch ein Kind und er darf das. Leute, ich weiß nicht, wie lange dieses LP geht. Es ist einfach so lang, wie Alex Lust darauf hat, Minecraft zu spielen und einfach irgendwas zu bauen. Das wird das längste Video, was je gegeben hat. Alex, ich schneide das Video. Also ich teile es in mehrere Teile dann. Gut, ja. So, jetzt hat er langsam eine Form seiner Fläche im Visier. Ja. Er muss immer noch sehr viel Sand wegschaufeln, aber wir haben Zeit, Leute. So kann ich ein bisschen über meine Sims-Familie reden. Also wie ihr wisst, habe ich im letzten Video schon erzählt gehabt, die Familie existiert bereits. Ich werde dazu auch kein Video machen, weil das viel zu lange gedauert hat. Ich werde im Internet nach einem Haus suchen, was wirklich zu der Familie passt. Auch wenn es also es kann auch unmobiliert sein, weil ich einfach nur das Haus brauche. Das Haus ist nämlich wichtig. Das ist wichtig. Ich habe auch eine neue Familie. Das wollte ich mal kurz sagen. Alex spielt auch manchmal Sims, also bei mir. Und hat sich auch eine Familie gemacht. Und unser Mann, der arbeitet als Verbrecher und die Frau als Feuerwehrfrau. Und wir haben gerade den ersten Teil gespielt und dann wollte Alex lieber doch Minecraft spielen. Und deswegen existiert jetzt dieses LP. Weil es ist Alex. Alex LP. Es ist Alex LP, weil er hier seine Fantasie bauen will. Gleich fertig. Ja, jetzt hat er gleich den ganzen Sand weggeschaufelt. Und jetzt sucht er sich ein Material aus. Aus dem er bauen will. Und er hat sich für das schwämmige Schwamm entschieden. Da denken wir doch bestimmt wieder alle an SpongeBob. Das war geplant. Das wollte ich hier machen. Ich weiß nicht, ob ihr Alex von meiner Entfernung vom Mikrofon hören könnt, aber ich weiß es nicht. Mhm. Deswegen wiederhole ich ihn immer ein bisschen und ja, da wäre das Wasser gewesen, aber dann doch wieder nicht. Und dann fängt er jetzt auch schon an, mit seinen allerersten Blöcken in seiner Welt sie hinzusetzen.
in einer ganz bestimmten Form, wie er sich bestimmt schon in seinem Kopf, in seinem kleinen Köpfchen einfallen gelassen hat. Mhm. Übrigens, zu meiner Sims-Familie habe ich auch so ein bisschen Story mir ausgedacht, das ist auch aufgeschrieben. Das ist halt nur die Vorgeschichte, wieso sie diese Berufe haben und wie sich das entwickeln wird. Da könnt ihr euch überraschen lassen, weil ich mir da sehr was sehr Gutes überlegt habe. Und ja. Ich glaube, er baut sich ein riesiges Trampolin. Ich weiß es nicht, aber es sieht mir so aus. Er will ein Trampolinhaus. Ein Trampolinhaus, habe ich doch gesagt. Und mit Trampolin? Und mit Trampolin, dann könnte er, also in meiner Fantasie ist das gerade so, immer an die Seiten so Trampoline bauen und dann springt er immer höher und dann ist es so ein riesiges Haus, wie bei Phineas und Ferb, die haben auch so mal sowas gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr sowas guckt. Ich habe es damals immer geguckt und ich denke mal, Alex guckt das. Kennt die Folge wahrscheinlich auch mit so einem Riesenhaus, wo die das gebaut haben, mit so Wasserrutsch und alles. Und das könnte er... Diese Folge ist meine Lieblingsfolge. Ist seine Lieblingsfolge. Und wenn er will, kann er das ja einfach nachbauen. Oder die Folge mit diesem Baumhaus, wo dann die Baumhäuser gegeneinander wresteln, die Candace und die Stacy gegen Phineas und Ferb. Ja. Ich weiß ja nicht so, was ihr für Fernsehserien guckt. Also ich gucke mittlerweile kaum Fernsehserien, außer vielleicht Schloss Einstein. Und ja. Nein. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Falsche Blöcke, falsche Blöcke. Ja. Okay. Falsch. Falsch. So. Richtig. Das hier ist auch richtig so. Er hat schon alles geplant, was er bauen will. Mhm. Er hat eine gewisse Vorstellung in seinem kleinen Köpfchen drin. Mhm. Ihr wisst ja, es geht jetzt um die Es ist möglich Familie, ihr wisst ja alle, dass die liebe Emily schwanger ist. Und ich weiß ja nicht, was sie kriegt, ein Mädchen oder ein Junge. Und es würde mich interessieren, wie ihr das Kind nennen würdet. Und ihr könnt die Namen entweder hier drunter schreiben oder unter Es ist möglich Video, die 10, glaube ich, das war das letzte. Am besten, weil dann weiß ich es auch. Alex. Seine Fantasien sind sehr witzig. Ich frage mich schon, was das wird. Ich lasse mich am besten einfach überraschen und lasse euch zuschauen. Und ja, ich würde total gerne Musik reinmachen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich hätte auch ein bisschen Musik gemacht. Aber ich kann die Minecraft-Musik anmachen. Die habe ich normal immer aus, weil die so öde ist. Und ja. Weil das immer so komisch ist, die Minecraft-Musik. So, Alex hat jetzt seinen ersten Standpunkt gebaut. Wie wird es jetzt weitergehen? Aha. Er baut jetzt in die Löcher orangefarbenen Ton. Glaube ich. Ton, was laber ich eigentlich? Wie heißt denn das Lehm? Ja, ich nenne es einfach mal Lehm. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht. Warte mal kurz. Ton. Orange gefärbter Ton. Okay. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie YouTuber so viel reden können. Wenn es was zu reden gibt, dann ja schon. Aber ich weiß nicht, wie ich sowas jetzt beschreiben kann. Weil ich nicht weiß, was in Alex Köpfchen vorgeht. Alex.
Was denkst du denn hier, was du hier baust und wofür das gut ist? Das Gelbe da, das sollen die Trampolins sein. Und das in der Mitte, das ist die Lage, das hält das Trampolin fest. Okay. Und weißt du auch schon, wie du dann weiter baust? Ja, erstmal baue ich dann ein Haus krumm herum. Okay. Baust du dann in dem Haus auch so ein bisschen? Ja. Was? So Wasserrutsche oder sowas? Ich weiß ja nicht. Eine Wasserrutsche baue ich schon mal und die führt direkt ins Haus rein und dann plumpst man rein. Und man muss diesen Eingang nehmen. Das ist nicht der einzige Eingang. Und wie machst du den Gang? Hast du dich jetzt entschieden, welche Farbe du für dein Haus benutzt? Ja. Willst du es so tarnen wie ein Berg oder dass sollte man das nicht sieht? So machen, dass ich jetzt erstmal gucke, welchen Lehm ich nehme. Welchen Lehm, okay. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das gerade gehört haben, aber wiederhole ich am besten nochmal. Ich entscheide mich mal hierfür. Für den gebrannten Ton, okay. Der gebrannte Ton. Der kommt jetzt hier in die Ecken erstmal. So. Dann hier so. Und für was ist das dann gut? Da werde ich dann in einen oder in ein paar Gängen Höhlen machen, die nach unten führen. Ah, okay, Alex. Also deine Fantasie ist schon wirklich sehr groß für so einen kleinen Jungen. Ja. Ey, was mach ich da? Das ist doch falsch. Oh, da mach ich auch noch Schwamm kaputt. Das läuft heute ein bisschen schief in dieser Folge. Meiner ersten zumindest. Also, das ist richtig. Also, die Wasserrutsche wird dann von oben im Dach nach unten führen und unten ist dann ein Wasserbecken, was das Wasser auffängt und was uns auffängt. Und führt die Wasserrutsche dann auch so hier rein in das schwammige Etwas? Ich wüsste sogar, wie du das machen könntest. Soll ich dir ein bisschen behilflich sein? Könntest du mir schon behilflich sein. Ich habe nämlich eine gute Idee, wie du das gut verbinden kannst. Soll ich dir das mal zeigen? Warte, Markus. Erstmal muss ich das Haus bauen. Dann müsstest du erstmal hier diese eine Reihe Sand da wegmachen. Ja. Eigentlich brauchst du gar kein Haus. Doch. Das Haus ist ja gleichzeitig das Schwimmbad. Ach so ist das. Das wusste ich gar nicht. Das wollte ich noch mal zufüllen. Weil es wird das Schwimmbadhaus hier sein. Okay. Trampolin und Schwimmbad in einem. Okay. Für einen kleinen Jungen macht er das schon richtig gut. Ja, ich habe es gerade zu Hause und ich habe zu Hause sogar mal einen Wolkenkratzer gebaut. Nur die Welt wurde leider gelöscht irgendwie. Und das weiß ich noch immer nicht wie. Das ist noch immer ein Geheimnis für mich. Und diese Savanne ist mein Lieblingsgebiet übrigens. Wieso denn? Wegen in der Savanne gibt es schöne Blöcke, die aus meinem, und Ton ist mein Lieblingsblock eigentlich. Der ist jetzt auch neu herausgekommen. Und mit meinem Texture Pack sieht es noch viel besser aus. Deswegen ist die Savanne auch meine Lieblings. Okay. So. Jetzt brauche ich erstmal einen Wassereimer. Hier. Oh. Hallo. So, das beides brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, erstmal mit Wasser füllen.
Also das wird jetzt auch mal ein bisschen dauern. Das muss nicht alles. Warte mal, darf ich mal kurz? Ja. Also dann füllen wir in immer diese Ecken Wasser rein. Das ist der untere Teil der Wasserrutsche, wo sie dann endet. Und am besten... Warte, jetzt müssen wir das noch anders machen. Also hier ist das erste Problem. Das heißt hier... Ich weiß, wie wir es machen. Okay, wie? Jetzt machen wir genau dasselbe, nur hier auf der anderen Seite, damit die Strömung... aufhört zu strömen. Ja. Und dann könntest du immer so Kringel bauen, dass du hier da hinten oder wo du halt anfangen willst, so dann so ein Kringel rumbaust, wo dann das Boot fährt. Jetzt fülle ich hier noch Wasser rein. Das sind die Filter, die das kreckische Wasser und den Kreck raussaugen. Das Wasser bleibt, nur der Kreck wird dahin gesaugt und das kam jetzt schief, ganz schön schief. Seht ihr, das kleine Kind, das denkt schon mit, wie das Wasser funktioniert. Wie das so im Schwimmbad ist. Und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wieso? Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Ach ja. Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Ich brauche mal kurz in den Block, nicht mal kurz Erde. Dann klappt das nicht. Hopp. Okay, jetzt klappt's. Und ich denke ganz schön, ich habe ein großes Gehirn, aber einen kleinen Kopf. Ach, nicht. So, ist das okay? So, jetzt ist erstmal das Becken fertig. Wenn ich noch. So. Jetzt ist erstmal das Becken fertig. Jetzt kommt die Rutsche dran. Wie, mit was machst du die Rutsche? Mit Glas? Die Rutsche, die mache ich mit ganz anderen Glas, was es neu gibt. Nee, Farbenglas. Ja, das farbige Glas. Da darf die Anastasia mal entscheiden. Welche Farbe? Und du kannst auch Eis nehmen. Dann müsstest du ja später noch eine Eisbahn machen, dann später. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal die Wasserrutsche. Du kannst auch einen Vergnügungspark machen. Naja, erstmal die Wasserrutsche. Ja. Ich würde hellgrün nehmen. Also das hier. Ja, genau. Oder pink, aber das ist egal. Hellgrün oder pink. Dann nehmen wir hellgrün. Also wo fange ich mal an?